Hallo ihr Lieben wieder, wir schauen in eure Botschaft. Was darf ich dem Kollektiv da wieder mitgeben? Ja, hier geht es in der Mitte um eure Genesung, vielleicht um ein paar verstrickte Wege, Mutterthemen, die hier am Wirken sind. Und ihr habt hier Unklarheiten, die deshalb entstanden sind. Besser gesagt, ihr klärt verstrickte Situationen, ihr klärt auf. Es kann ja auch um Abhängigkeiten jeder Art gehen. Ihr habt hier sehr viel schicksalshafte Einflüsse mitliegen, die auch im Unterbewusstsein irgendwie noch rumbohren oder für Schwierigkeiten sorgen. Ihr wünscht euch, dass ihr wieder aufblüht, dass ihr etwas richten könnt, dass etwas Gutes entsteht. Ich habe hier sowas auch wie ein schicksalshaftes Geschenk für euch, das sehr aufklärend wirkt. Aber im Unterbewusstsein spielt sich hier sehr viel ab. Ne? Hier geht es wirklich auch um Abhängigkeiten jeder Art oder um die Emotionen, die mit dem Thema versorgt sein, einhergehen. Das Beziehungsleben wird angezeigt. Es kann jetzt auch ein Beziehungskarma sein oder etwas, was in der Vergangenheit stark auf eure Beziehungen eingewirkt hat, wo es auch immer wieder vielleicht Verstrickungen gab oder nebelige Situationen. So, und jetzt kommt das Schöne, hier kommen die Wege für euch. Ne? Hier zeigen sich Möglichkeiten, Optionen. Vielleicht entstehen auch Entscheidungen ein. Hier haben wir auch schicksalshafte Wege, einen schicksalshaften Kreislauf, den man beenden kann. Ja, mit irgendetwas habt ihr einen Konflikt. Ne? Ihr müsst euch streitbar machen, ihr dürft euch für euch einsetzen. Ihr tragt hier vielleicht auch sehr viel mit euch selbst aus. Ihr distanziert euch von Themen. Ihr zieht Grenzen, da wo es im Umfeld eben auch zu Konflikten kommen kann. Es kann ja auch sein, dass ihr Themen habt mit den Ämtern oder Behörden, dass ihr Trennungen überwindet, dass ihr etwas auf den Weg bringt, was hier mit den Blumen natürlich auch in guter Auflösung liegt. Einerseits wollt ihr hier eine Veränderung, andererseits habt ihr die Befürchtung davor, was bringt ein neuer Weg. Möglicherweise zieht ihr euch auch vom Außen ein bisschen zurück. Ja, und hier haben wir die Liebe, die Herzensangelegenheiten, Entscheidungen, die mit der Liebe zu tun haben, mit Beziehungen, mit einem Konflikt, den man in der Liebe hat. Unten habt ihr noch das Buch und den Anker. Hier kriegt ihr die Möglichkeit, eine Erfahrung zu verankern, mehr bei euch anzukommen. Es kann hier, weil wir den Anker noch drunter haben, auch um eine berufliche Entscheidung gehen, die hier mit entsteht. Ein Vertrag, ein neuer Weg, ein Herzensprojekt, das umgesetzt wird. Guckt
Mal hier habt ihr noch sehr viel ungenutztes Potenzial und hier unten habt ihr die Glückskarte mit dem strahlenden Sonnenschein. Ne? Wenn ihr euch hier geklärt habt, ja, und Möglichkeiten erkundet habt und für euch eine Erfahrung auch so stehen lassen könnt, dann habt ihr hier sehr viele Möglichkeiten, an eine gute, eine bessere Zeit ranzukommen. Es kann hier ein bisschen die Situation sein bei dieser Karte, dass ihr eure eigenen Talente und Gaben unterdrückt oder euch hier etwas auch nicht zutraut. Möglicherweise viel Negatives habt, das auch mit Glaubenssätzen in euch geprägt ist, ne? Oder auch emotionaler Stress kann da sein. Aber die Karte erinnert dich einfach, sei deines eigenen Glückes Schmied, arbeite an deinem Potenzial. Hier sind so viele Kräfte am Wirken. Zweifle nicht deine Fähigkeiten an oder deine Macht. Und hier ist sehr viel Lebenskraft, die zurück zu dir kommen will. Der strahlende Sonnenschein, das ist schon die Karte an sich, da brauche ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Hier geht es darum, bei aller Unklarheit oder auch bei aller Negativität oder bei allem emotionalen Druck mal wieder vor Freude zu jubeln, dein eigenes Licht erstrahlen zu lassen. Hier ist ein Portal, das sich dir öffnet, das dir mehr Freude und Glück zurückbringt, damit dein Leben gedeihen kann. Besondere Möglichkeiten bieten sich, die sieht man hier im Haus der nächsten Zeit. Hier möchte sehr viel Gutes zu dir fließen. Hier darfst du Wachstum erleben, dich freuen, dein Herz sprechen lassen. Und mit dem Skarabäus habt ihr tatsächlich auch das Tier, das sehr gut zu euch hier passt oder zu dieser Situation, denn das macht aus Mist Gold. Das erinnert an das Mitschöpfertum. Hier kommt eine fruchtbare Phase, das Leben gestaltet sich in einem neuen Glanz. Und das Wort Skarabäus an sich bedeutet hier auch werden oder entstehen lassen. Hier liegen ja so viel ungenutzte Gaben von dir oder auch Potenziale und du hast praktisch das, was du brauchst, schon in der Hand, um dich aus misslichen Lagen zu befreien. Du kriegst hier mehr dieses Gefühl des Versorgtseins. Hier sind gute Lösungen und du darfst auf deine Träume, Eingebungen, Visionen achten. Du kannst jetzt Dinge zum Guten wenden und aus Altem Neues machen. Ihr Lieben, wieder, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. Hallo, ihr lieben Löwen, hier kommt eure Botschaft. Was darf ich dem Kollektiv der Löwen mitgeben? Ja, hier beginnt etwas Neues. Hier entsteht ein neues Kapitel in eurem Leben. Hier sind Erfahrungen. Hier guckt man sich Dinge genauer an, hier kommen neue Instruktionen. Ihr dürft euch streitbar machen. Vielleicht lernt ihr auch konstruktiv zu streiten. Und ich habe so einen Konflikt, der hier liegt, der ist ein bisschen zweideutig. Es ist herausfordernd für euch. Das Leben präsentiert euch Dinge. Möglicherweise habt ihr auch gar keine Lust mehr, irgendwelche Diskussionen zu führen und sucht da einen anderen Weg. Und im Unterbewusstsein sind so ein paar Mauern, die ihr sprengen dürft. Es geht um Schnitte, die ihr auch in der Vergangenheit gemacht habt oder auch um Verletzungen, Wunden aus der Vergangenheit, die immer hier noch wirken, vor allem auf der bewussten Ebene, im Gedankengut.
Wunden, die auch Konflikte mitgebracht haben. Ihr habt hier schicksalshafte Nachrichten. In eurem eigenen Haus habt ihr die gebende Kraft drin. Ne? Hier geht es um partnerschaftliche Situationen, um Geben und Nehmen, Kommunikation mit Menschen, die, in die ihr vielleicht auch sehr viel investiert habt. Blockaden, die aus dem Umfeld kommen, Hindernisse, die aus dem Umfeld kommen, Gespräche, die irgendwie hinderlich sind, Worte, die gesprochen worden sind, die vielleicht auch nicht verstanden wurden, Blockaden in der Kommunikation an sich. Hier ist so ein bisschen ein Misstrauen. Hier dürft ihr auch klug sein, irgendwo genau hinhören, zwischen den Zeilen lesen, aber die Karten haben auch einen guten Rat für euch. Seid nicht zu, misstrauisch. Lasst auch ein bisschen was zu. Guckt mal, hier habt ihr den Klee, die Glückskarte an sich. Das ganze Leben, das hier so unter einem Klärungsprozess ist, Dinge, die sich wieder ins Wachstum begeben, die wieder unter einem guten Stern stehen, die langfristig gute klärende Elemente haben. Und ihr habt ja auch die kurze Zeit, ne, mit dem Klee mit dabei. Und es kann sein, dass es hier eine Nachricht gibt, die sehr auflösend wirkt für euch, die euch irgendwo ein bisschen Glück mitbringt oder die auch Zweifel minimiert. Ja? Es kann ja auch sein, dass ihr so trennende Situationen überwindet oder Schicksalsschläge verarbeitet. Und hier kommt irgendwie der Moment, das kann ein Impuls sein, der über ein Gespräch kommt oder über ein Schriftstück, ein Dokument, das sehr erlösend oder auflösend auch wirkt. Das schicksalshafte Glück. So, ihr habt hier den Wandel und unten habt ihr die Gemeinschaft. Es ist schon wieder sehr spannend, denn ihr habt mit dem Turm hier das Element da drin, dass ihr vielleicht alles alleine machen müsst oder euch getrennt von irgendetwas fühlt. Hier geht es vielleicht auch um eine Botschaft, die noch in den Sternen steht oder in den Wolken zu sehen ist. Hier geht es um Richtungswechsel, um Meinungswechsel. Hier geht es um Widersprüche. Du kannst deine eigenen Traditionen hier erschaffen, deine Seele wieder fliegen lassen, mutig sein, unvorhersehbar handeln. Und die Karten sagen auch, nur weil etwas immer so war, heißt es nicht, dass es in Zukunft wieder so sein wird. Und es geht auch ein bisschen darum, die Kontrolle loszulassen. Wir können im Leben nicht alles kontrollieren. Und es geht auch darum, wie schaust du auf diese Dinge, die du nicht kontrollieren kannst? Welche Bedeutung gibst du dahin? Und es geht darum, auch zu gucken, gucke ich mehr auf die Wunden? Oder gebe ich dem hier und jetzt eine Chance und gucke nach vorne, ne? Mit dem uralten Wald habt ihr hier eine besonders schöne Botschaft, denn der sagt euch, überall um dich ist Hilfe zu finden. Gucke, dass du sie wahrnimmst. Lasse auch zu, unterstützt zu werden. Du hast in deinem eigenen Haus den gebenden Teil drin, ne? Da investiert man sehr viel, da macht und tut man. Aber man bleibt am Ende mit leeren Händen zurück.
Du musst auch nicht alles selber schaffen. Freunde, Familie, Leute, die dich stützen, ein Netzwerk, das du dir aufbaust, deine Leute. Und auch zu diesem Vertrauen zurückzufinden, dass es Menschen gibt, die dich lieben und die dich genau so lieben, wie du bist und die dich auch unterstützen. Also es geht um zusammen etwas auszutragen und nicht alleine. Die hier ein bisschen deine Mauern sprengen. Hier hast du vielleicht auch einen guten Kontakt. Hier sieht man eine männliche Person, die wichtig werden könnte, die gute Gespräche mit dir führt, die deine Zweifel von dir abfallen lassen. Und ihr habt die Nachtigall mit dem Thema Sehnsucht dabei. Hier kommt der Wunsch oder die Sehnsucht auch nach Genesung. Der Wunsch weiterzugehen, dir neue Kreise zu öffnen, öffnen, Erneuerung und Erweiterung kündigen sich an. Du darfst viel mehr schöpfen. Aus deinen eigenen Fähigkeiten auch. Du sollst deine Lebenszeit nutzen, deinen Herzenswünschen folgen und dich auf jeden Fall auch schöpferisch ausdrücken und die Liebe in dein Leben einladen. Dich öffnen für neue Wege und auch dem, wie gesagt, ich wiederhole das gern, den Zweifeln mal das Glück folgen lassen. Ihr lieben Löwen, ich drücke euch bis bald. Hallo, ihr lieben Schützen, wir gucken in eure Botschaft für das Kollektiv der Schützen. Und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Hier geht es um Expansion, um eure Lebensreise, um ein bisschen mehr Harmonie. Ihr nehmt auch etwas Fahrt auf, das Harmonie mitbringt oder das Kämpfe vermindert. Möglicherweise möchte der ein oder andere verreisen mit der Familie oder zu der Familie. Eure Gedanken sind schon so ein bisschen auf Glück ausgerichtet. Irgendwie habt ihr vielleicht auch eine glückliche Idee, einen glücklichen Einfall. Es sind schnelle Wenden. Und zwar genau da, wo ihr auch Blockaden habt oder Hindernisse, die hier im Unterbewusstsein noch sitzen. Es können jetzt von Familienthemen her Dinge sein, Kämpfe, die ihr habt mit dem Leben oder mit dem Weiterkommen im Leben. Ja, das ist sehr schön. Ihr könnt die Unklarheiten in der Vergangenheit lassen. Ihr habt etwas geklärt. Ihr steht nicht mehr im Nebel. Ihr steht für euch ein. Das kann genau dieser Konflikt auch sein, ne? Wo ist mein Platz? Was möchte ich noch ausdiskutieren und was nicht? Wo ist es mir auch zu viel, noch irgendwas zu sagen? Wo gibt es Diskussionen, die ich nicht brauche? Euer Seelenleben wird angezeigt. Konflikte, die ihr auf der Seele habt, die kommen hier aus der DNA raus oder aus den Familienthemen. Im anderen Sinne könnten es auch die Finanzen hier sein, die hier mit einwirken. Es geht darum, sich auch empfänglich zu zeigen. Hier ist irgendwie eine Person weiblicher Art auch im Umfeld. Hier kommt etwas in Bewegung, wo es sich vielleicht lohnt, auch mal
für sich selbst einzustehen und zu sagen, so hier ist meine gute Grenze, um über bestimmte Blockaden hier drüber zu kommen. Ne? Das Außen ist hier ausschlaggebend für die nähere Zeit. Das heißt, wie nimmt man euch wahr? Wo werdet ihr wie gesehen? Wie nehmt ihr das Außen wahr? Wo macht ihr Schnitte? Wo fahrt ihr euch die Ernte ein? Wo gibt es rasche Kehrtwenden? Wo löst man wie Konflikte mit dem Thema Geld? Das kann ja auch das Geld der Familien sein zum Beispiel. Guckt mal, ihr habt hier den doppelten Regenbogen. Hier ist das Wunder. Und ihr habt hier die feuerhelle Höhle mit dem Thema Sicherheit. Hier habt ihr ja das Unwetter sozusagen, die Wolken. Ja? Und der doppelte Regenbogen sagt einfach, hier ist vielleicht ein Unwetter gewesen. Aber hier kommt ein klärender, schöner Moment mit dem Regenbogen, der natürlich auch für Hoffnung steht. Und man kann sagen, die Stürme der Vergangenheit sind vorbei. Ja? Ihr könnt es in der Vergangenheit lassen, egal was auch passiert ist. Ihr bekommt ein gutes Geschick für euch mit, das ihr nutzen könnt. Es kommt so etwas wie eine Himmelsbrücke. Ihr dürft an euch selbst arbeiten, für euch selbst einstehen, für euch etwas investieren, damit euch das Universum auch wieder zurückliefern kann. Und ihr dürft wieder ins Vertrauen kommen, dass euch nur das Beste zusteht, dass alles zu euch strömen kann. Und wir haben ja hier auch die Erntekarte, ne? Diese Feuerhöhle hier. Die gibt ja Schutz auch, ne? In die kann man sich zurückziehen. Und die Botschaft der Karte ist einfach, dass man wohlbehalten und in Sicherheit ist, egal was auch im Leben gerade geschieht, dass man in guten Händen ist, dass die geistige Welt über einen wacht, dass man beschützt wird auch durch Menschen, die um uns rum sind. Und es ist einfach so, man kann nicht das ganze Sicherheitsrisiko abchecken des Lebens, aber wenn wir wissen, dass wir alles getan haben, was wir müssen, ne, dann darf man auch mal loslassen und Übervorsichtigkeit überwinden, sich entspannen und dem Schöpfer die Kontrolle über die Dinge wieder überlassen. Ne. Wir haben den empfänglichen Posten im Umfeld drin. Ne. Guckt, hier ist der Goldfisch rausgefallen. Ich meine, der steht hier für das Reichtum, für das Empfangen von Segen, für einen Floh, der einsetzt, von einer Welle des Erfolges, mit der man sich mitragen lassen kann. Wir haben ja auch die Fische im eigenen Haus drin, hier den Goldfisch und hier natürlich auch diese Botschaft, dass wir geborgen im Fluss des Lebens schwimmen dürfen. Dass wir wieder so ein bisschen mehr ins Staunen kommen. Ich bin ja hier auch Aszendentschütze, dass wir uns auf Fülle und Überfluss konzentrieren, dass wir spüren, dass wir erhört worden sind. Wir haben hier das Wunder und das Reichtum, ja, egal den Reichtum, egal was war, wir können es in der Vergangenheit lassen. Irgendwann geht es weiter. Hier geht es auch darum, nicht aufzugeben. Wieder auf das eigene Herz zu hören, glauben, vertrauen und verbunden zu sein mit allem, auch mit oben, ne? mit dem an, was du glaubst, mit deinen Ahnen. Und dann darfst du oder dürfen wir auf der Welle des Erfolges weiterschwimmen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.